Hallo liebe Bikepacker, ich bin wieder fit und gesund und das heißt, ich kann euch endlich meine Ausrüstung vorstellen, die ich auf der Transost dabei hatte. Hat mich 1300 Kilometer begleitet. Ich werde euch auch gleich dazu erwähnen, welche Taschen kaputt gegangen sind oder was genau kaputt gegangen ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der großen Tasche an. Ich sage noch gleich am Anfang dazu, fast alles von dieser Ausrüstung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich werde auch noch einen Blogbeitrag veröffentlichen und dann könnt ihr dazu euch auch nochmal die Bilder anschauen und seht alles genau aufgelistet. Wird dann auch unten verlinkt oder hier oben in der Infobox. Und ja, wir fangen an mit der großen Tasche. An der großen Tasche habe ich einmal eine Regenjacke außen dran gemacht, sowie auch Flipflops. So eine Karo-Konstruktion. Das mache ich auch gleich mit ab. Das ist ein Kettenschloss. Also ein Kettenschloss, ein Fahrradschloss. Ein ganz kleines. Und auch noch ein Ständer drauf. Ordentlich wie ich bin, habe ich das jetzt schön sortiert. Also fangen wir mal an. Einmal mit meinem Kosmetikbeutel. Alles, was man also braucht. Dann machen wir weiter mit den Klamotten. Ja, so ein Shirt. Das habe ich auch oft meistens nachts angehabt, wenn mir kalt war. Dann eine Weste. Gut gegen den Wind. Ein Langarmshirt. Auch relativ dünnes. Schön leicht. Dann das hier ist eigentlich wie heißt das, Base Layer? Ich weiß gar nicht genau. Zieht man normalerweise unter das Trikot. Ich habe das aber ohne Trikot angezogen, weil es sehr, sehr leicht ist. Ich glaube, das Ding wiegt 40 Gramm oder so. Dann mein ultimatives Bikepacking-T-Shirt. Link zum Shop gibt es unten. Dann ein Ski-Langarm-T-Shirt. Meistens, also immer nachts angehabt, mir war immer kalt, eine kurze Hose, wenn man mal nicht Fahrrad fährt, eine Leggings zum Schlafen, ja, das hier ist Unterwäsche, zwei Paar Socken, Sport-BH, Unterwäsche, dann ein Bikini, was ich auch oft als Unterwäsche benutzt habe, ein paar Beinlinge und Armlinge. Eine Fahrradhose. Das waren die Klamotten. Natürlich kommt noch dazu eine Fahrradhose, die ich anhabe und ein Trikot, ein Sport-BH und Socken. Genau. Das waren komplett meine Klamotten. Dann hatte ich noch in der Satteltasche meinen Campingkocher. Ja, da habe ich immer ein kleines Päckchen Haferflocken drin, wenn es nicht mehr so viel ist. Ein Schwamm. Ja, so. Ah! Der hat sich noch Schokolade versteckt. Wie cool. Ja. Ja, das ist das Zubehör zum Kochen. Chiasamen für mein Frühstück. Eine kleine Tasse, weil ich bin nicht so der Kaffeetrinker und hab die eigentlich nur für den Notfall dabei. Falls ich doch mal Lust auf Tee habe. Dann das hier sind Kontaktlinsenbehälter. Und da drin habe ich Gewürze drin. Das ist wirklich sehr praktisch. Salz, Pfeffer, ich glaube einmal Chili und noch irgendwas. Ja, ein Abtrockentuch. Ja, und Spülmittel. Zuziehbänder. Und das kleine Fahrradschloss, was ich vorne am Sattel befestigt habe. Ich schiebe das mal rüber. So, statt nicht mit der Kamera. Dann kommen wir hier zu der Lenkertasche. Da habe ich immer, außen habe ich da immer einmal den Lappen für die Kette, einmal das Tuch zum Geschirr sauber machen, damit es halt trocknet, hängt es immer draußen dran. Ja, das sind die zwei Taschen, die ich am Lenker dran habe. In dieser grünen, das ist ein Packsack und da ist mein Zelt drin und meine Regenjacke, nee, Regenhose, genau. Zelt ist ein MSR Hooper NX Zelt.
packe ich jetzt nicht aus, aber doch, doch, ich packe es aus, weil ich möchte euch, ich wollte euch ja gleich erwähnen, die Sachen, die kaputt gegangen sind. Das Zelt ist wirklich super, aber, also man hat hier diese Bänder zum nochmal Luft rauslassen und festziehen. Und ich habe halt einmal ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen mit Gewalt gezogen, aber vielleicht ein bisschen unsanft. Und ihr seht hier, ist das Ganze aufgerissen. Und ja, jetzt habe ich halt hier ein Loch drin. Ist jetzt nicht weiter dramatisch, eventuell werde ich MSR mal schreiben, weil so cool finde ich das nicht. Aber ansonsten trotzdem ein cooles Zelt. Die Zeltstange habe ich extra hier außen an der Lenkertasche befestigt, weil somit kann ich das Zelt einfach in eine kleinere Packform zusammenstauen. Und ja, da sind die Zeltstangen drin und die Heringe. Und hier ist eigentlich nicht viel drin, außer mein Schlafsack, der viel zu groß ist. Dann habe ich hier noch sowas wie persönliche Sachen wie Reisepass, Impfpass, mein E-Book, Krankenkarte, noch eine extra eine Kreditkarte müsste hier drin sein, falls ich die andere verliere. Dann habe ich hier eine Festplatte drin, werden die meisten nicht benötigen, aber da ich halt viel gefilmt habe, muss ich ja irgendwo mit meinen Daten hin und irgendwie 10 Speicherkarten zu kaufen, ist dann doch zu teuer. Aber die ist gut verpackt, ich hoffe, sie geht noch. Ja, das war alles hier in den Lenkertaschen verstaut. Dann machen wir auf der Seite am besten weiter. Habe ich einmal eine Pocket Blanket. Ich kann sie mal kurz aufmachen. Das ist einfach eine wasserabweisende Decke. Ich habe sie diesmal gar nicht benutzt, aber letztes Jahr habe ich sie sehr häufig benutzt. Wenn man sich ins nasse Gras setzen kann, möchte oder ja, viel Zeit. Doch, ich habe sie verwendet, als die Nächte kalt waren und dann habe ich mir die um die Füße gewickelt und die hat sogar warm gehalten. Dann mein Erste-Hilfe-Zeugs, mein Handtuch, ein Hüttenschlafsack. Ja, das ist Track and Eat, das muss einfach nur mit Wasser aufgegossen werden, mit heißem Wasser und dann ist das Essen, ich glaube, ein paar Minuten fertig. Ich habe es einmal gegessen, davon hatte ich 2 Stück dabei. Ja, ich hatte einmal Reis mit Gemüse, es war sehr lecker und vor allen Dingen ausreichend. Ich bin pappesatt geworden und es war sogar was übrig. Dann machen wir gleich mit der anderen Seite weiter. Das ist hier. Hier sind die 2 Ösen rausgebrochen und ja, da ist hier das Ganze abgefallen. Ich habe gehört, das passiert öfters mal bei Fahrrädern, auch bei anderen. Deswegen ist es wohl besser, wenn man die Spanngurte schon um die Gabel befestigt, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen. Es war natürlich etwas ärgerlich, aber zum Glück sind ja 3 Schrauben an der Gabel angebracht und ich habe halt dann die obere benutzt und den Rest halt irgendwie mit Kabelbinder befestigt. Noch dazu, also die Halterung finde ich eigentlich super, aber mir ist eine von diesen Spanngurten, das ist hier vorne natürlich nur Plastik und das ist gebrochen. Das heißt, ein Spanngurt hat sich verabschiedet. Aber ich sag mal, die Halterung finde ich trotzdem toll und Spanngurte sollte nicht so das Problem sein. Und ich habe sie auch repariert bekommen. Spanngurte sollte man sowieso immer mitnehmen, kann man nicht mehr gebrauchen. Ja, hier drin ist mein Campinglicht. Sehr cool. War hier meine Isomatte drin. Ja, genau, also der Rest ist nur meine Isomatte. Die ist auch relativ groß, da würde ich mir auch gerne noch eine kleinere zulegen. Der Rahmentasche, da sage ich gleich dazu, die ist mir auch kaputt gegangen. Und zwar ist der Reißverschluss, hat es nicht überlebt. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und es hat sich eine Plastiktüte reingeklemmt. Und ja, wie gesagt, sehr ungeduldig, da dran rumgerissen und zack, war er kaputt gewesen. Meine liebe Mami hat die Seite jetzt zugenäht
Zum Glück ist auf der anderen Seite noch ein Reißverschluss und somit kann ich die Tasche weiter verwenden, weil ansonsten habe ich keine Probleme mit dieser Tasche. Ja, zeige ich euch jetzt, was drin ist. Muss allerdings auf die andere Seite gehen. Ja, einmal meine zweite Powerbank. Ich brauche immer sehr viel Strom mit meinen Filmereien und alles. Dann etwas Pulver fürs Wasser und Magnesium und Zeugs. Eine Tupperdose, wenn man mal etwas zu essen übrig hat. Zurzeit hatte ich jetzt ein bisschen Nutella drin, was ich im Hotel mitgehen lassen habe. Ein bisschen Tee. Eine Gaskartusche für meinen Campingkocher. Ich glaube, ich habe 6 Mal damit gekocht und ja, ist immer noch relativ voll, also halb voll vielleicht. Elektrozeug wie USB-Auflade. Also 3 Stück kann man dann gleichzeitig aufladen. GoPro-Kamera, Akkus. Kopfhörer, USB-Kabel und so Zeugs, was man braucht. Genau, die Wasserflaschen, die hatte ich jetzt nicht dabei gehabt, weil die habe ich entsorgt. Ich bin da ein bisschen empfindlich, wenn ich die längere Zeit verwende. Deswegen habe ich die jetzt reingesteckt, aber es waren jeweils 1 Liter. Ja, das hat mir soweit auch immer ausgereicht. Und diese kleinen Taschen. Also hier erstmal, ne, mein Navi von Teezy. Ich habe 2 von diesen Taschen. Vorne am Lenker. Das ist sehr praktisch, weil ich habe immer so viel Kleinzeugs und hier kriegst du einfach alles rein. Also hier erstmal meine Bandage fürs Knie, weil ich ja vor der Transost Knieschmerzen habe. Kettenwachs. In diesem Beutel. Reifenhebel. Multiwerkzeug. Ein Tütchen. Habe ich hier so eine Rescue-Box, da kannst du, wie heißt das, Kettenschloss reinmachen, Flickzeug ist hier drin und Kettenstift. Dann habe ich ein Stück Schlauch, also kaputten Schlauch mitgenommen, einfach um, ja, wenn ich irgendwas reparieren muss. Dann habe ich hier ein paar Schrauben, genau, Adapter, damit ich an der Tankstelle aufpumpen kann. Dann habe ich hier die Schrauben. Ich glaube, das sind irgendwelche Schrauben, die ich irgendwo gefunden hatte und habe gedacht, ich nehme sie einfach mal mit. Die waren, hat sich dann rausgestellt, auch sehr hilfreich, erzähle ich euch dann. Pfefferspray für die Sicherheit. Eigentlich hatte ich noch ein Messer dabei gehabt. Ein scharfes natürlich, allerdings habe ich das verloren. Also jeder, der meine Tour verfolgt hat, weiß, dass ich ein paar Sachen verloren habe. Kaugummis, Labello, 2 Fahrradschläuche, das sind so super leichte Fahrradschläuche von der Firma, ich blende es einfach mal ein, Tupolito, irgendwie sowas. Ich hatte aber auch noch, weil ich habe noch keine Erfahrung mit diesen, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr die schon mal verwendet habt. Deswegen hatte ich noch einen normalen Fahrradschlauch dabei, also insgesamt 3, aber den habe ich jetzt momentan verbaut. Ich muss mir 9 kaufen. Panzertape. Taschenmesser hatte ich zum Glück noch 1 dabei, weil das andere hatte ich ja verloren. Genau, Spanngurt. Bremsbeläge. Fragt jetzt nicht, warum ich 2 Schaltaugen dabei habe. Mir ist ja am ersten Tag schon das Schaltauge gebrochen. Und ich hatte keins dabei, weil das Fahrrad ja erst kurz vor der Tour gekommen ist. Aber der Organisateur hat mir dann ein Schaltauge gegeben. Und dann später habe ich noch 2 weitere Schaltauge bekommen, damit ich einfach nicht nochmal dieses Problem habe. Hier außen habe ich ein... sorry. Ja, jetzt bin ich blind. Ein Licht für die Stirn. Habe ich aber nie verwendet. Außen Karabiner kann man immer gebrauchen. Wasserfilter. Es haben ein paar Leute schon kommentiert, ja, Wasserfilter, bla, keine Ahnung, ist das sicher? Ich meine, klar, der tut keine Bakterien herausfiltern, aber natürlich Dreck. Und wenn man eine Quelle findet oder einen Bach, in dem man sich sicher sein kann, kann es dann mit dem Wasserfilter natürlich kein Dreckwasser filtern. Mückenspray, Arschsalbe.
Habe ich aber auch nur einmal gebraucht. Und ein paar Tücher, einfach mal um abends sich ein bisschen sauber zu machen beim Wildcampen. Meine Apotheke, sie war größer gewesen, aber ich bin ja zweimal krank geworden, deswegen ist hier nicht mehr viel vorhanden. Feuerzeug und Wäscheklammern, ein kleines Licht für hinten, für den Helm, Sonnencreme und Waschmittel für die Handwäsche. Denn diese Tasche habe ich mir neu unterwegs gekauft, am vorletzten Tag, weil diese hier hat völlig den Geist aufgegeben. Am ersten Tag bin ich ja gestürzt und da hat sich hier vorne ist einfach das Band abgerissen, dann ist der Reißverschluss, habe ich diesen Schnüppel verloren, wo man dran zieht. Aber ich wollte die Tasche nicht wegschmeißen und habe die dann hier befestigt. Jeder, der meine Videos geschaut hat, weiß, dass ich hier vorher diese Flasche befestigt hatte. Und da hatte ich halt ein bisschen Werkzeug drin gehabt und Notfall-Gummibärchen. Und ja, so Brausetabletten, weil die Flasche war ja nur mit Kabelbinder befestigt und somit konnte ich die ja auch nicht abmachen, deswegen musste ich da irgendwas reintun, dass ich leicht drankomme. Aber am vorletzten Tag habe ich dann diese Tasche dran gemacht und das hat super funktioniert. Ich habe gehört, manche Leute stört eine Tasche hier, die würden da halt irgendwie drankommen. Aber ich habe ja jetzt auch lange Beine und habe nichts zwischen den Beinen hängen. Also von daher hat mich das jetzt nicht gestört. Und ja, in diesen Taschen habe ich halt immer sowas wie Powerriegel drin, eine Kappe. Und in der vorderen habe ich genau meinen Moskitostift dabei. Habe ich schon mal im Video erwähnt. Wenn man den auf einen Mückenstich hält, dann wird er 6 Sekunden heiß und somit juckt es dann nicht mehr. Das ist meine andere Powerbank. Ja, ich habe insgesamt 2 Powerbank mit 20.000 Dings, MAH oder wie das heißt, dabei gehabt. USB-Kabel, Besteck, Löffel und Gabel gleich immer hier vorne drin, weil ich immer Hunger hatte. Dann habe ich hier natürlich noch mein Helm, meine Handschuhe, eigentlich hatte ich noch ein zweites Paar Handschuhe dabei, aber die habe ich auch verloren. Mein Schweißband hatte ich auch verloren, aber ich hatte jetzt hier zu Hause noch ein zweites. Die Sachen, die ich anhatte, meine Hose, ach genau, dazu muss ich euch auch was sagen, bei dieser Hose. Das ist das erste Mal, dass ich hier sowas mit Träger trage und ich finde es relativ unpraktisch für Frauen. Wenn ich jetzt zu Hause fahre, ist es nicht so schlimm, weil ich muss nicht auf die Toilette, wenn ich jetzt irgendwie 4 Stunden Rad fahre oder so. Aber wenn man natürlich 10 Stunden am Tag sitzt, muss ich schon irgendwann mal auf Toilette und dann finde ich das sehr unpraktisch. Und dann bin ich irgendwann mal ohne Träger gefahren, also habe einfach die Träger runterbauen lassen. Und das war natürlich nicht so gut, weil dann habe ich Pickelchen an meinem Hintern bekommen und das war dann, wo ich die Arschsalbe gebraucht habe. Das war echt nicht schön. Ein paar Socken noch angehabt, ein Trikot und mein Sport-BH. Dann hatte ich natürlich noch mein Brustgurt dabei, meine GoPro eigentlich auch, ich weiß jetzt gar nicht, wo die ist. Dann mein Turnbeutel, mein eigener. Das war sehr praktisch, also ich bin ja ohne Rucksack diesmal gefahren, deswegen auch so viel Gepäck am Fahrrad. Hier habe ich halt dann vorübergehend mal Sachen reingetan, wie Bananen, Äpfel, was ich jetzt einfach in den Taschen nicht mehr untergekriegt habe. Ja, einfach ein paar Sachen, die halt man unterwegs zum Essen gekauft hat. So Tasche hatte ich noch angehabt, das ist eine Gürteltasche. Da hatte ich ein Mikrofon für mein Handy, für meine Videos, Geldbeutel, Sonnenbrille, meine Ersatzbrille, ich als Brillengänger. Ein Selbstauslöser, damit ich Bilder von mir selbst machen kann. Ganz wichtig, Kabelbinder immer mitnehmen. Ich habe so viele Kabelbinder gebraucht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. War noch irgendwas? Genau, zum Gewicht. Das Fahrrad wiegt 11 Kilo mit dieser Halterung hier vorne und den Flaschenhaltern. Und mit meinem schweren Sattel, der ist relativ schwer im Vergleich zu anderen Sätteln, mit Gepäck
und allem wiegt das Fahrrad 27 Kilo. Ich habe es vorhin nachgewogen. Allerdings ohne Wasser und ohne Essen. Also die paar Snacks, die ich euch jetzt gezeigt habe. Aber ja, es kommen dann noch ca. 3 Kilo Wasser dazu. Und je nachdem, was man halt zu essen mitnimmt, da ist ja jeder anders. Ich zeige euch jetzt mal, was ich so dabei habe. Also ich habe meistens halt ein paar Nudeln dabei, Nüsschen, Schmelzkäse. Jeder, der meine Videos gesehen hat, es gab so oft Nudeln mit Mais und Schmelzkäse. Es hat mega geil geschmeckt und das war auch so mein Standardessen, was ich immer dabei hatte. Ja, hier jetzt noch so eine Tütensuppe. Täglich fahre ich mit 500 Gramm Nudeln mit rum, mal fahre ich mit keinen Nudeln herum. Ja, das war das Video zu meiner Ausrüstung. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ja, auch auf meinem Blog den Beitrag dazu. Ja, ich glaube, ich habe alles erwähnt. Ich hoffe es zumindest, dass ich euch alles gezeigt habe. Und ja, irgendwie freue ich mich schon auf die nächste Tour, weil es gibt immer wieder irgendwas zu verbessern. Ich möchte einen neuen Schlafsack, eine andere Isomatte. Was auch das Gepäck angeht, also von der Menge, was ich dabei hatte, da sind die Meinungen, gehen da sehr auseinander. Die einen sagen, wow, du hast so wenig dabei, und andere, du hast so viel zu viel Gepäck dabei. Also ich finde es genau richtig. Ich meine, klar, auf so einem Bikepacking-Race geht es bei den meisten darum, dass sie schnellstmöglich am Ziel ankommen. Bei mir ist das nicht so. Ich bin natürlich auch ehrgeiziger auf so einem Bikepacking-Race, als wenn ich jetzt meine eigene Tour mache. Aber trotzdem steht bei mir halt im Vordergrund noch das Abenteuer. Ich möchte mein Zelt dabei haben, ich möchte bei einer schönen Aussicht meinen Campingkoffer auspacken. Und deswegen habe ich halt auch das ganze Zeugs dabei. Ich möchte die Videos machen, deswegen brauche ich zwei Powerbanks und noch eine Festplatte und lauter so ein Zeug. Aber mein Gott, dann bin ich halt mit 30 Kilo etwas langsamer unterwegs. Aber dafür habe ich Abenteuer, kann alles genießen und habe alles dabei. Wenn ihr noch Tipps habt zum Einsparen, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Aber ja, wie gesagt, ich habe alles gebraucht, was ich dabei hatte. Ja, jetzt bin ich dann doch endlich mal am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Konnte euch ein paar Tipps geben, Anregungen oder habe euch die Lust gegeben, auch mal auf Bikepacking-Tour zu gehen. Ja, ihr könnt mir auch gerne immer eine Nachricht schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann helfe ich euch weiter. Gerade am Anfang hat man doch immer sehr viele Fragen, wenn man mit Bikepacking anfangen möchte. Ja, Leute, geht raus und macht euer eigenes Abenteuer. Schwingt euch aufs Bike and travel and ride. Bye, bye. Ich versuche dich jetzt mal zu wiegen. 109,5 minus 82,5. Wäsche waschen zum Handwaschen. Hände zum, wie heißt das? Euch mal diesen Saustall an. Kann mal bitte jemand kommen und mir helfen beim Aufräumen?